Einen wunderschönen guten Morgen zum letzten Vlog aus Malta vorerst. Ihr seht, wir sind hier hart am Arbeiten. Hier laufen gerade die Vorbereitungen fürs Spiel gegen FaZe. Ist ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Wir müssen das Spiel auf jeden Fall gewinnen. Je nachdem, wie Outsiders gegen G2 jetzt gleich spielt, müssen wir entweder 2:0 oder einfach nur so gewinnen. Es kommt darauf an, ob jetzt Outsiders oder G2 gewinnt. Und ja, ist ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Wir sind gegen FaZe eigentlich immer, also nicht immer, aber meistens relativ gut aufgestellt und spielen ordentlich gegen die. Vor allem jetzt im World Cup zweimal gegen die gewonnen. Ja, ist das alles ein entscheidendes Spiel, Leute. Viel Spaß beim Video, es wird interessant. Meine Mutter hat immer gesagt, egal, es ist 88. Ich habe diesen Spruch nie verstanden. Ja. Das ist nicht einer, das hat meine Oma damals gesagt. Ja, aber was bedeutet das? Ich muss googeln. Google mal. Also, ja, wir fahren mal 88 bedeutet. Wir fahren mal auch, ne? Die Rede, wenn du egal, es 88 Uhr auf dem Platz hast, das 88, egal wie gespiegelt, wie man auch nach 88 aussieht. Sehr gute Erklärung. Endlich habe ich es rausgefunden. Wir fangen an zu bannen. Wir bannen Inferno. Nee, Mann, ich sag, die denken sogar, wir picken mir Arsch. Ich glaube auch. Ich denke nicht, dass sie denken, dass ich das Zeit picken. Ich sag dir, die wissen, dass ihr heute extra Break nicht ernst gespielt habt und dass Roman nicht mitgespielt haben und das Ergebnis gesehen haben, sodass sie das zwei offen lassen. Nein, es liegt daran, dass wir das beim letzten Mal auch nicht gepickt haben. Und doch. Doch, haben wir gepickt. Genau. Nee, die picken wir nicht, oder? Ich sag P, ne? Nein. Maps sind gut für uns. Wir haben uns genau auf die Maps auch vorbereitet und ja, sollte schon laufen. Der schönste CEO der Welt. Da drüben, jetzt musst du ihn filmen. Schnell, schnell. Ja, Italien, korrekt. Immer so der Tag rein. Ich hab Flores dann so hier genommen. Was? Du bist 25 Jahre alt, dann liegt das. Ja. Du siehst so aus wie 30. Du bist 25. Du hast so viel Gesichtspower. Ich kann die nicht handeln, Alter. Erst der Drink noch. Oh. Ist dir das nicht zu kalt? Sie machen mich später weg. Ja. Safe. Ja. Kannst du mir ein bisschen Gesichtspower abgeben? Ey, woher haben da Sie dieses brauchst Ding du als Coach? Ja, so ab und zu will der gegnerische Coach mich auf dem Deathmatch herausfordern. Ja. Da brauche ich die. Oh. Ja, dann kriegst du. Du magst das auch nicht. Ey, er hat ich möchte, dass du dich entschuldigst. Entschuldigung. Ja. Das ist okay. Was? Sehr gut, ja genommen. Ist auf die Fresse. Nee, Rich ist der Erste, okay? Geh weiter, weiter, weiter. Xbox Move ist noch. Ihr kriegt keine Molotov diese Runde. Ich möchte, dass das hier ist Nils. Rich ist hier. Nein. Noch eins weiter vorne. Da und zieht jetzt kurz. Weil wenn er jetzt da reinkommt, habt ihr gutes Kreuzfeuer. Und hier unten ist der ekelhafte Engel. Da wollt ihr auch nie, dass er steht. Ja. Und du bist da, wo du bist. Auf der Seite. Und denkst nach hinten los. Okay? Was, Bruder? Wir haben die letzten zwei. Was ist ja los mit dir? Komm. Ah, herzlich willkommen zu Coinbase. Nein, du sollst mir die Faust geben. Ach so. Nimmst du die nicht einfach? Ja, weil du uns bei den Händen drückst. Sind. Ach so. Ja, Banane ist immer gut. Hey. Guck mal, diese Eier. Ja. Die sind ja schon an den Kniescheiben, Alter. Verstehst du? Dann machen wir es so. Okay, Planänderung. Er kommt mit euch. Ja. Nils hat seinen Job verloren gerade, leider. Er hat aber einen wichtigeren Job, P250, fette Eiergesichter geben. Eiergesichter, die müssen danach stinken, nach den Headshots. Das ist sehr wichtig. Das heißt so, die sehen nur deine Hand, deine Schulter und die haben schon Money. Und dann sind die abgefolgt. Wenn wir die erste Map gewonnen haben, haben wir gewonnen. Weil Nuke haben wir auf jeden Fall gewonnen. Safe. Was sind wir? Hey. Ja. Was wollen wir? Ich glaube, dass Rampe ihm gehört. Der Idiot, Alter. Der weiß nicht, was auf ihn zukommt. Dieses Smoke, diese Smoke.
Alles gut, wir holen das. 10 von 10, wir haben die Checkmate. Schöne Runde, Nils, Junge. Geil. Also nicht abfacken. Okay? Es waren viele Unlucky-Runden, wirklich diesmal auch Unlucky-Runden, natürlich Runden auch, das ist so klar. Haben wir die Schleichtaste gefunden? Haben wir gefunden. Haben wir X und X, die outclassed manchmal? Haben wir, aber wurden wir dann in den Überzeitsituationen outclassed? Ist okay, dann daran können wir dann arbeiten. Aber die anderen Sachen, woran wir gearbeitet haben, sahen alle gut besser aus, okay? Noch nicht perfekt, aber besser. Das müssen wir uns im Kopf holen, okay? Ja. Und mit breiter Brust das, die Touren und so die Overdings spielen. Ja. Dann ich verliere lieber mal jetzt auch mal dumme Overpeaks. Verliere ich dann auch mal gerne. Nein! Ich wusste, dass es einer von euch Motherfuckern ist, Alter. Und diesmal bist du das Motherfucker. Okay? Wir geben hier fucking nicht auf! 15-0! Nein. Sehr gute Oberpeaks! Wir Oberpeaks, wir sind so dumm, geil! So spielen wir! Nein! Nein. Das war so sick, Mann. Oh, fuck. Schade, Leute, gut gekämpft, Mann. Schade, das ist schon nicht. Wir haben es gerade 24 Uhr nach unserem Spiel gegen FaZe. Ihr habt es gesehen, ist leider nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben, aber ja, wir hatten eine sehr schwere Gruppe, es ist ärgerlich, wir wollen natürlich jetzt auch nicht mit Ausreden kommen, aber ich würde sagen, alles in allem trotzdem solides Turnier gespielt. Die Jungs sind gerade noch in der Nachbesprechung, bereiten sich jetzt schon mental aufs RMR vor, also wir sehen uns auf jeden Fall in 3 Wochen wieder, auch zu Living Big, wieder auf Malta für die RMR-Qualifikation. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst ein Like da, abonniert, Glocke nicht vergessen und schreibt Checkmate, Hashtag Checkmate in die Kommentare für alle, die es wissen, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen und Go Big, wir sehen uns.